Aus Karls. Frau Monika, Sie kennen ihn sehr gut. Wie heißt er? Overlord. Overlord. Die Audienz, die nimmt man. Sehr nett. Ein bisschen lauser. Es war ein guter Musikant und ein guter Koch, was man zwischendurch hört. Weil er ist in den besten Lokalen unterwegs. Muss ich wieder abplatteln, dass ich den Faden nicht verliere. Ja, ich Kaiser, auf welcher Seite seien Sie jetzt? Das ist ein bisschen was übersprungen. Ja, ja, das kann passieren, Eure Majestät. Gehen wir weiter ein bisschen, Herr Kaiser. Gehen wir weiter. Das ist ja sehr los. Da was sie da her, also Seifenstein, hat sie auch was mitgebracht aus diesem Kuhdorf Amras? Meine Majestät, das muss ich erst schauen. Also, ich werde jetzt winken.
Eure Majestät. Na, sagen Sie Seifenstein, was macht die schöne Frau denn? Sie buckelt schon ewig. Ich habe ja keine Ahnung, in Wien, was da oben in Amras abgeht. Da wird nur gebuckelt und geschuftet und gearbeitet, Herr also Kaiser. Seifenstein, schaut die Frau mal an. Schaut den nach Buckeln. Also bitte. Ah, ja, ja, Herr Kaiser, jetzt sind wir da. Seifenstein bin ich, gell? Herr Lutz, ja, Sie haben auch was vergessen, Herr Kaiser. Das kommt genau von dem, weil man zu wenig gepoppt hat. Ich glaube, es geht ums Obst, Herr Seifenstein. Das sind wir schon beim Obst. Sollte man vielleicht das probieren, Herr Kaiser? Ja, klingt interessant, Seifenstein, aber... Wenn mir das nicht ganz geheuer ist, also bitte, mir wäre schon recht, wenn Sie das ein bisschen vorkosten könnten. Das mache ich, Herr Kaiser. Gerne. Das mache ich. Das mache ich. Ich bin ein Mikroste. Sehr gut. Was sollen wir denn jetzt machen? Ja. Was sollen wir denn jetzt machen, Herr Seifenstein? Sagen Sie, wenn Sie da nach Kals fahrt, was ist dann los? Ins Kals, da liebt sie die Berge, die Ruhe und dass sie für die Amras einmal eine Ruhe hat, die was sie allerweil belästigen da. Was möchten Sie denn hören, Herr Kaiser? Einmal ein bisschen lang. Applaus! Applaus! Ja. Aber die Frau Monika könnte man nicht mehr weglassen. Die Frau Monika gehört da auf Amras her, Herr Kaiser. Sie haben ja gesehen, wie die Leute begeistert sind, wie sie mit die Fahnen gebunden haben.